Willkommen zu einer weiteren Folge XCOM. Die letzte Mission war ein bisschen ein Massaker und zum größten Teil verursacht dank mir. Ja, Opfer waren nötig, um uns so weit zu bringen. Gehen wir schnell zur Brücke und vergessen das Ganze. So, nach dieser Mission haben wir zwei weitere Punkte vom Avatar-Projekt reduzieren können. Heißt, wir haben jetzt natürlich ein bisschen mehr Spielraum, ein paar Sachen zu machen. Möglicherweise fangen wir jetzt mal die DLC-Mission an. Alternativ müssen wir natürlich noch unser Kommunikationsnetz weiter ausbreiten. Wir müssen hier noch durch Europa, komplett Amerika einnehmen, zumindest Nordamerika. Und da haben wir doch noch einiges vor uns. Aber da der Großteil unserer Leute eh noch auf der Krankenstation liegt und auch wir noch keinen weiteren Kontakt herstellen können, weil wir gerade voll sind und keine Vorräte haben, um weder Strom noch Kommunikationsnetz auszuarbeiten, machen wir einfach mal mit den Sachen weiter, die wir gerade vor Augen haben, wie zum Beispiel hier Alien-Legierungen abgrasen. Avenger berechnet neuen Kurs. Wie einmal durch die halbe Karte fliegen. Oh wow, wirklich? Jetzt schon eine neue Mission? Okay. Dann mal schauen. Einmal in Westasien. Da gibt es Informationen. Und wir können Verstärkungen bei allen Guerilla-Missionen verhindern. Also genau diese Mission. Ist natürlich unheimlich praktisch, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel irgendwas zu zerstören oder ein Ziel einzunehmen. Oder wir gehen nach Osteuropa. Das ist sehr schwer. Gibt uns eine Menge Vorräte. Und wir können verhindern, dass Advent uns unsere Vorräte halbiert. Klingt jetzt nicht so verlockend wie zum Beispiel Informationen. Und mal schauen, was das dritte gibt. Drittes, wir müssen das Gerät beschützen. Bekommen einen Grenadier. Und wir können den Bau einer Alien-Einrichtung um 2 Wochen verhindern. Das sind eigentlich meine Lieblingsanforderungen hier. Beschütze das Gerät hat sich bisher doch als ziemlich einfach herausgestellt. Wir bekommen den Soldaten, weil wir sind wirklich unterbesetzt. Ich meine, Informationen sind wirklich toll und Vorräte kann man nie genug haben, aber ausgerüstete Soldaten wären doch was Feines. Und dazu kommt auch noch dieses düstere Ereignis, dass wir eine Einrichtung verhindern können. Aber ich meine, gegnerische Verstärkungen sind eigentlich auch. Ich weiß nicht. Eins von den beiden hätte ich gern. Ach, gehen wir nach Indonesien. Setze Kurs Ich auf brauche Truppen. Indonesien. Und zwar nicht nur Rekruten, sondern schon Ausgebildete wäre echt optimal. Ach, stimmt. Gott, was haben wir hier für einen traurigen Haufen? 3 Scharfschützen und 2 Nahkämpfer. Wow, das ist alles, was wir haben. Ah, tatsächlich, der Rest ist verwundet. Oder tot. Aber tatsächlich ist der Philipp hier nur noch einen Tag verwundet. Jetzt ist die Frage, können wir das ein bisschen rauszögern, die Mission anzunehmen? Ich hätte wenigstens gern Backpfeife dabei. Er hat ja schon bewiesen, dass er alleine ziemlich stark Missionen umdrehen kann. Setze Kurs auf Sektor 16, Indonesien. So, ich glaube, es sollte ein Tag gewesen sein. Können wir ihn jetzt auswählen? Ja, wie? Können wir jetzt oder nicht? Ah, das ist, was ich hören wollte. Er hat sich von seinen Verletzungen erholt. So, jetzt aber. Du Schlingel. Gut, dann rüsten wir mal unseren Trupp aus. Für so einen Einsatztrupp habe ich natürlich nicht genug Ausrüstungsgegenstände. Ich meine, versorg mal 4 Scharfschützen. Das ist der Wahnsinn.
Was gebe ich meinem Ranger? Meinem Ranger gebe ich eine Weste mit. Oh, und vielleicht noch die Exo-Rüstung. Ah, da ist sie. Perfekt. So. Meinem anderen Scharfschützen gebe ich ein Medikit. Hier gebe ich ein Imitationsgerät. Meinem anderen Scharfschützen einen Schädelstecker. Und dann haben wir eigentlich auch schon wieder alle Slots voll. Okay. Dann auf geht's, Leute. Ha, 4 Scharfschützen, ey. Wobei das bei dem Missionstyp vielleicht nicht so schlimm ist. Im Prinzip, wenn man sie auf irgendeinem Haus platzieren kann, das einfach nur auf das Gerät zielen kann. Der Widerstand nutzt scheinbar schon länger einen alten Datenzugang zum Advent-Netzwerk, den die Aliens bis vor kurzem nicht kannten. Aktuellen Aufklärungsberichten zufolge sind die vom Widerstand gewonnenen Daten kritisch für die jüngste Operation der Aliens. Leider rückt Advent jetzt aus, um das Gerät zu zerstören. Das dürfen wir nicht zulassen. Eliminieren Sie alle Feinde und sichern Sie das Gebiet. Schützen Sie das Gerät um jeden Preis. Los, los, los! Manus 1-5, feindliche Truppen sind bereits auf dem Weg, um den in der Nähe installierten Daten zu zerstören. Oh, das sind schon Gegner. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. Okay, wie schon gesagt, wenn wir hier Scharfschützen so platzieren könnten, dass sie auf Häuserdächern stehen und auf das Ziel zielen können. Wobei wir hier schon 2 Gebäude haben, die eigentlich perfekt darüber zielen. Könnten wir es sogar erreichen. Bin schon dabei. Aber jetzt bewegen wir unsere Leute erstmal nach vorne. Und ab geht's. Feind gesichtet. Mhm. Ein Offizier, ein Mech und ein Lanzenträger. Und los jetzt. Double time. Wo stelle ich die Truppen am besten hin? Bin dabei. Rücke aus. Am besten wäre es so, wenn wir 2 rechts aufs Dach und 2 links aufs Dach chauffieren. Oh, die stehen ziemlich zentral. Das ist gut für uns. Wow, das Ding steht vor dir. Es bewegt sich nicht und du triffst nicht. Was ein talentierter Schütze, ey. Oh, wir könnten jetzt einfach vorrennen und einem den Schädelstecker in den Kopf rammen. Auch nicht schlecht. Nähere mich der Zielposition. Aber ich möchte erst, dass meine Scharfschützen in Position sind. Auch wenn es nur niedrige Deckung ist. Wechsle Position. Bestätigt, Überwachung läuft. Closing on target position now. Wobei wir unseren besten Scharfschützen nicht auf dem Dach schicken müssen, weil er ist eh ein Ganzlinger. Beste Möglichkeit, wie er Schaden macht, ist nahe an der Front. Aber unsere anderen will ich natürlich auf dem Dach wissen. So, 2. Versuch. Diesmal trifft er. Aber nur mit 4 Schaden. Dann müssten wir ja mehr als genug Zeit haben. Oh, von hier haben wir natürlich eine super Position auf die.
Jetzt ist nur noch gern die Scharfschützen hier auf der Seite. Aber ich habe so das Gefühl, es wird langsam gefährlich für die. Begebe mich zur Zielposition. Was wir machen könnten, so wie die stehen, ist, glaube ich, das Beste, dass wir eine Granate da reinwerfen, weil wir haben immerhin zwei gepanzerte Einheiten. Die Frage ist, will ich sie jetzt schon angreifen, weil wenn es blöd läuft, gehen sie hier bei dem Gebäude hinter Deckung und dann sind sie schon mal für die zwei schlecht zu erreichen. Deswegen werde ich es jetzt so machen. Ich werde die zwei in Distanzschuss bzw. Feuerschutz legen. Und mit Chrono werde ich dann eine Rakete reinfeuern. Und dann mal schauen, was passiert. So, ist perfekt. Was im Einser ja relativ schrecklich war. Du konntest zwar mit dem Raketenwerfer genauso zielen, aber es konnte auch mal sein, dass der Raketenwerfer irgendwo anders hingeschossen hat. Also es hatte auch so einen Wert, ob er trifft. Oh, so wie es aussieht, ist jetzt was Blödes passiert. Einer von den... Die beiden schießen jetzt natürlich nur auf den Offizier und nicht auf den Lanzenträger da oben. Heißt, der Lanzenträger hat natürlich jetzt oben Versteck gefunden. Aber bevor wir jetzt was machen, müssen wir erst gucken, ob wir möglicherweise den hier wegbekommen. Erstmal gucken, ob wir mit unserem freien Schuss den da oben wegbekommen. Leider nicht. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Sie haben mich gesehen. Gut, dann haben wir noch zwei Möglichkeiten. Gut, schauen wir erstmal, ob wir diesen Mech hier gut treffen können. Okay. Rüstung wurde getroffen. Dann versuchen wir es jetzt mit einer Konfrontation. Ah, der Mech hat es leider nicht erwischt. Aber dafür den Lanzenträger. Das gibt uns schon mal einen großen Vorteil. Klar, wenn wir es jetzt noch arrangieren können, dass unser Nahkämpfer vorne diesen Roboter trifft. Ergebe mich zur Zielposition. Dazu stellen wir ihn noch mal ein bisschen weiter vor. Und hoffen auf diese... Hoffen wir auf die 60% Trefferwahrscheinlichkeit. Ah, mit der Granate kommen wir gerade so nicht dran. Okay, dann muss jetzt der treffen. Ah, perfekt. Wie wir in der vorletzten Runde gesehen haben, haben die einen ziemlich hässlichen Raketenangriff. Okay. Der macht hier immer noch ein bisschen Schaden. Heißt, wir müssen uns jetzt nicht so arg beeilen. Können erstmal nochmal alle durchladen. Beziehungsweise ein bisschen weiter vor. Los, los, los! Oh, es war eine schlechte Idee. Es ist immer eine schlechte Idee. Okay, wir haben zwei Mutons und einen Codex. Ah. Was würde ich für einen Grenadier jetzt tun? Die Mutants haben natürlich Rüstung en masse. Und der Codec wird wahrscheinlich zwei unserer Leute ausschalten können. Beziehungsweise hier sogar drei. Was wir versuchen können, ist einen dieser Mutants abzuwehren. Wobei auch nicht ganz sicher ist, ob das funktionieren wird.
können zumindest mit unserem Gunslinger was versuchen. Na, wobei das auch nicht so sicher ist, ob er treffen wird. Ach, gehen wir auf Nummer sicher. Wir benutzen das Imitationsgerät und versuchen zumindest einen von denen zu zerstören. Am besten der in niedriger Deckung. Oh, scheint sogar ganz ordentlich zu funktionieren. Abgeprallt. Oh, okay. Wir haben zwar einen Longshot versucht auf den Codec, der zwar nicht getroffen hat, aber wir haben nun die Deckung von diesem Newton aufgedeckt. Heißt, unser Scharfschütze hat natürlich jetzt hier einen ordentlichen Versuch, ihn zu töten. Oh, er trifft sogar zweimal kritisch. Wow. Genau nach Plan. Dann haben wir schon mal ein Problem weniger. Jetzt versuchen wir noch den anderen zu treffen. Ja, leider hat es nicht getroffen. Es bewegt sich noch. Aber hey, wir haben schon die Runde doch einiges erreicht. Oh, ich habe 4 Scharfschützen, ey. Ja, hat den Gill. Und 3 davon treffen nur so ein bisschen. So, was hat der Codec vor? Ah, okay, er schießt auf das Imitationsgerät. Was natürlich echt großartig ist. Weil wir dann die Runde schon mal keinen Schaden nehmen. Hier hat es jemanden erwischt! Oh nein! Oh, nächste Runde wird wahrscheinlich noch der LKW hier in die Luft fliegen. Heißt der Codec? Hat er auch... Nee? Okay. Ist der schon in die Luft geflogen? Bin mir gerade nicht sicher. Ja, so wie es aussieht, sind die natürlich jetzt ziemlich offen für Schüsse. Wow, er hat's überlebt. Ordentlich. Diese Rüstung ist stark. Ho, wie kann man mit sowas verfehlen, ey? Du enttäuscht mich gerade ein bisschen. Ah, wir haben noch genügend Versuche. Ah, er hat den Codec getroffen. Aber er hat halt natürlich noch so wenig Leben, dass er sich hier noch locker flockig klonen kann. Und uns natürlich direkt in den Rücken fallen. Ah, das ist immer so das Tollste hier. Mal schauen, ob wir ihn mit einem Pistolenschuss wegbekommen. Okay. Dann ist das Problem schon mal weg. Und die anderen beiden sollten eigentlich noch so getötet werden. Okay. Wir haben noch 2 Versuche. Kein Problem. Sehr schön. Ausgeschaltet. Es gab eine Beförderung und eine weitere Gruppe tot. Gut, diesmal laden wir wirklich alle nach und bewegen uns keinen Millimeter. Ein paar sind schon wieder leer geschossen. Okay. Alle nachgeladen und für die nächste Runde bereit. So, jetzt werden wir als erstes unsere Shafts nach vorne bewegen. Wobei die dort auch schon eine ordentlich gute Stellung hatten. Aber wenn sie hier vorne stehen, können sie natürlich hier das ganze Feld abdecken.
Und besonders auch das, was hier drin wartet. Overwatch. So, den Scharfschützen lasse ich auch hier. Den anderen Scharfschützen hier bewege ich auch noch. Begebe mich zum Ziel. Na los, zeigt euch. Gut, und jetzt bewegen wir unseren Nahkämpfer ein bisschen nach vorne. Biete Feuerschutz. Genauso ein bisschen. Geht klar. Dass wir noch nichts weiteres entdecken, okay. Aber in einer guten Stellung sitzen. Gebe Feuerschutz. Mir geht nichts. Weil im Prinzip müssen die Aliens zu uns kommen, beziehungsweise zu dem Gerät. Und solange sie das noch nicht angreifen, sind wir eigentlich in Sicherheit, wollte ich sagen. Aber natürlich ist dem nicht so, weil hier hinten jetzt gegnerische Verstärkung kommt. Die sitzen aber ordentlich in Patsche, wenn die da jetzt runterkommen. Ja, im Prinzip haben wir da natürlich volles Schussfeld drauf. Ja, da bin ich mal gespannt, was kommt. Ein Offizier, ein Schildsoldat und ein Mech. Na gut, wenn ihr das so wollt. So, wer kriegt jetzt alles aus dem Maul? Oh Leute, kommt schon, trefft irgendwas. Hey, kommt schon. Oh, wenigstens einer. Wow, nee, oder? Einen müsst ihr zumindest getötet bekommen. Danke. Wir sind die Besten. Oh, 6 Schüsse, 2 Treffen. Das ist echt nicht... Oh, oh. Da entdecken wir die zweite Gruppe. Oh mein Gott, was ist das? Ist das ein Schutzanzug? Vielleicht kommt das Ding nicht mit unserer Atmosphäre zurecht. Ah, natürlich entdecken wir die, wenn wir noch flankiert werden. Das ist natürlich jetzt echt großartig. Oh, der Mech hat natürlich Rüstung und der Scheißsoldat da drüben auch. Werden wir erstmal eine Granate werfen, damit er ein bisschen Rüstung verliert. Das ist jetzt echt blöd. Das ist richtig blöd. Dieser Mech muss auf jeden Fall weg. Versuchen wir mal mit einem Dreierschuss den wegzubekommen. Okay, wir treffen 2-mal. Aber der dritte trifft leider nicht. Rüstung hält stand. Oh, und der hat doch noch ordentlich Leben. Oh, nur einen Schaden? Schade. Panzerung getroffen. Ja, aber dafür brennt er. Jetzt können wir noch durch eine Konfrontation versuchen, Schaden zu machen. Oh, diesmal 7. Und bei dem da drüben 4. Beziehungsweise 5. Das heißt, beide sind fast tot. Oh, wir können hier unseren Schädelauswerter benutzen. Vielleicht hätten wir das vorher machen können. Das piekst vielleicht etwas. Hallo! Achso, ja, da war ja was mit dem Heckwert. 21% Chance, das ist schon ein bisschen gering. Ah, versuchen wir es. Oh, 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 das kommt gut, das kommt. Ah, schade. Es gehört noch Ihnen. Verdammt, das tut weh. Ah, 3 Schaden, okay. So. Oh, 78% Trefferschuss ist doch echt gering für einen Nahkampfangriff. Oh Gott, was ist das? Ah, Mann. Was brennt denn hier gerade alles? Dieses Feld, da ein Feld.
Ah, wir versuchen einen Nahkampfangriff. Hey. Weil dann ist der da vorne schon mal aus dem Schussfeld. Okay. Mac ausgeschaltet. Abschuss bestätigt. Jetzt können wir uns um die vordere Linie kümmern. Oh, natürlich sehen beide nur noch dieses Viech da. Das ist natürlich jetzt echt blöd. Ich schätze mal, die Runde werden wir das nicht getötet bekommen. Was natürlich echt doof ist. In dem Fall hätte ich schon fast behauptet, dass wir die hier in Deckung schicken. Wir werden es die Runde wahrscheinlich nicht getötet bekommen und keine Ahnung, was es kann. Deswegen. Oh. Anscheinend kannst du einen Heiden-Damage mit Feuer machen. Oh, natürlich ruft er jetzt einen Zombie direkt auf unsere Scharfschützen. Was macht der andere? Naja, er ruft auch einen Zombie, so wie es aussieht. Oh, das ist ein bisschen blöd, weil im Prinzip sind beide Zombies in der Nähe von meinem Scharfschützen rechts. Das heißt, die müssen wir auf jeden Fall wegbekommen, die zwei. Oh, Sektoiden. ...75% Chance, um zu treffen, ist schon relativ hoch. Na, sie sieht ihn nicht, deswegen müssen wir versuchen, dass er ihn treffen kann. Aber es sollte er hinbekommen. Ah, nur 6. Ah, verdammt. Es war nicht genug. Versuchen wir noch einen weiteren Schuss auf diesen Sektoid. Ah, und getroffen. Gut, jetzt haben wir schon mal ein Problem weniger und natürlich lässt er Items fallen. Mann. So, mit dem... Oh, es muss ein 8er Treffer werden, sonst wird das echt kritisch. Wen? Er sieht ihn. Das heißt, wenn wir mit ihr jetzt eine Granate darunter werfen, können wir ihm die Deckung nehmen. Und unser Scharfschütze wird wahrscheinlich eine bessere Sicht auf ihn haben. Perfekt. Okay. Dann bleibt unser letztes Problem. Wenn nicht sogar unser größtes Problem, hätte ich gesagt. Oh Gott, hier gibt es eindeutig zu wenig hohe Deckung. Ich rücke aus. Halte Position. Ah, bitte schieß nochmal auf meinen Sender, das wäre cool. Oh, okay. Ah, hier ist ein Feuerschutz. Das macht das alles ein bisschen kritischer. Wir müssen ihn mindestens einmal treffen, dann können wir nächste Runde ordentlich unter Beschuss nehmen. Schade. Nicht mal knapp. Okay, wir haben nochmal einen 50% Versuch. Perfekt.
Oh, aber er hat 4 Rüstung. Das ist einfach so viel. So, unser Nahkämpfer kann jetzt weit genug nach vorne, um eine Granate zu werfen. Rücken Sie vor und schützen Sie die Ausrüstung um jeden Preis. So. Dann können wir schon mal Rüstung und Deckung wegfeuern von ihm. Zumindest zum Teil. So, hallo. Von der Rüstung abgeprallt. Zielkoordinaten vor. Okay. Das sollte ihm den Rest geben. Na, ah, oder auch nicht. Ah, oh, das ist jetzt doof. Okay, nicht erwischt. Praktisch gesehen ist jeder meine Truppen hinter schwacher Deckung. Wahrscheinlich kann er jetzt einfach hergehen und... Oh. Autsch. Das war anscheinend ein Ansprung auf... Gut, dass er das nicht auf meine Truppen macht. Das könnte sonst böse enden. Jeder ist leer geschossen. Das ist jetzt echt doof. Na gut, dann beendet's eben Nadine. Oh, echt jetzt? Er hat noch ein Leben, oder? Oh, verdammt, ey. Nachgeladen. Na los, zeigt euch. Aber ich habe noch meine Nahkämpfer. Kritischer Treffer. Frisst das. Abschuss bestätigt. Oh, was ist das jetzt? Wir alle haben das Ding zu Boden gehen sehen. Was passiert hier? Ist es deren Ernst? Oh mein Gott, das Ding hat 2 Leben. Nee, oder? Oh. Na, dafür hat es keine Rüstung mehr, aber... Es hat halt nochmal 18 Leben, oder wie viel? Ja. Oh Gott, bitte treff. Na, es war fast genug. Ah, ich habe noch 2 Scharfschützen auf Pistolen. Feuerschutz. Oh, was macht das? Oh, es macht nochmal Ansprung auf das Ding. Okay, das ist langsam auch kritisch. Oh, was ein komisches Teil. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Mein Gott, es kommen immer mehr komische, doofe Gegner dazu. Jetzt haben wir auch noch einen Alien-Mech. Das über 10 Schaden macht, ein Nahkämpfer ist, 2 Leben hat, 4 Rüstung. Gott. Man könnte meinen, das Spiel wird immer schwieriger in der Hinsicht. Aber hey, wir sind mit einer Bande von Rekruten da losgezogen. Beziehungsweise sind aber nicht mehr alle Rekruten, es sind immerhin Privates. Und hauptsächlich Scharfschützen, aber das hat dann doch irgendwo auch funktioniert. Immerhin. Und hey, wir haben jetzt einen neuen Soldaten bekommen. Einen Grenadier. Oh, Tigern wird sich bestimmt freuen, an das neue Alien Autopsie durchführen zu dürfen.
Oh, und jeder bekommt eine Beförderung. Du bekommst eine Beförderung. Du bekommst eine Beförderung. Oh, dich mache ich auch zu einem Ganzlinge. Also gebe ich ihr das. Na. Ich mache ihn auch zu einem vollen Ganzlinge. Oh, unser Nahkämpfer hat Zielen bekommen. Das ist cool. Ah, wir haben ihm schon Phantom geskillt. Ich glaube, dann machen wir mal einen kompletten Speer hier. So, dem Scharfschützen machen wir zu einem kompletten Heckenschützen. Den Scharfschützen machen wir auch so. Und den... Was? Wir haben gerade zwei Nahkämpfer mitgenommen, die haben beide Zielen bekommen. Auch interessant. Aber den mache ich wieder zum Klingenmeister. Oh, das gab doch ordentlich Loot. Andromedon-Wrack. Na, zeigen. Du wirst dich da freuen. Sie und Ihre Männer haben den Aliens heute einen weiteren schweren Schlag versetzt, Commander. Beeindruckende Leistung. Yes. Ha, neun Rekruten. Beziehungsweise, vielleicht hat er schon ein paar Beförderungen. Oh, er ist schon Captain. Das heißt... Warte, er ist schon Captain. Das heißt, wir können ihm jetzt 4 Beförderungen geben. Wow. Oh, was geben wir ihm dann? Machen wir ihn zum Sprengstoffexperten oder zum schweren Schützen? Ich glaube, Sprengstoffexperte ist ziemlich toll. Tihi. Oh, das wird toll. Das wird sehr toll. Wir haben wieder einen ordentlichen Grenadier sogar. Wir haben den Captain bekommen aus dieser Mission. Ich meine, Informationen und Vorräte sind zwar cool, aber einen voll ausgestatteten... Oh, und der sieht echt cool aus. Voll ausgestatteten Soldaten. Das ist natürlich auch echt was Tolles. Ja. Oh, guck dir den hässlichen Bastard mal an, ey. Unsere Wand wird langsam immer voller hier. So wie es aussieht, haben wir jetzt noch 2 Plätze frei. Hier ein und hier ein. Waren schon immer Monster. Von Anfang an war es ein gescheitertes Experiment nach dem anderen. Auch wenn sie es mit den Advent-Truppen verschleiern wollen, sind sie unter der Rüstung nicht anders. Und jetzt finden wir eine ganze Einrichtung, die sich mit unserer Vernichtung beschäftigt. Und nicht nur das. Sie verwandeln uns in eine Art Konzentrat, das sie für wer weiß was benutzen. Wir hätten wissen sollen, dass die Ältesten zurückkehren würden. Sie waren nie fort. Ja, so ist das, Central. Wir haben auch einen von diesen fetten Robotern-Viechern hier. Das ist ziemlich cool. Das ist so eine Hall of Fame, was wir erreicht haben. Weil mich noch interessiert, was wir hier noch für interessante Waffen bekommen werden. Weil es sieht aus, als können wir hier noch ein paar andere Sachen sammeln. Gut, aber das war's dann erstmal wieder für diese Episode. Und ich hoffe, euch hat's wieder gefallen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ciao!